Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gold Rush The Game. Wir waren stehen geblieben beim Baggern, sind mal wieder rausgeflogen, weil meine Aufnahmetaste, das ist ja so ein Problem hier. Und ich sagte, wir machen wieder einen Themenbereich, den ihr aufgemacht habt. Wir gehen aber erstmal eben eine Runde schlafen, denn bei Nacht, wenn es hier so dunkel und düster wird, ist es nicht schön zum Angucken für euch. Ist auch schon wieder was kaputt. Ach nee, ist nur, hier müssen wir nur Sprit nachtanken. Die Geräusche sind auch cool, ne? So. Ja, und eine der Fragen war, was machst du eigentlich als YouTube-Betreuer genau? Also was ist da deine Aufgabe? Und da kann ich mal ein bisschen drüber sprechen, weil ich kann auch mal ein paar Sachen bei so Gerüchte, die es gibt um YouTube herum und YouTuber herum, die kann ich ja mal ein bisschen so aufklären. Die müssen wir aber eben nochmal hier den... Ich habe nämlich den neuen Kopfhörer noch nicht und der alte fängt jetzt auch noch an zu brummen. Beziehungsweise die Klinke. So, muss ich nochmal kurz rausziehen. Manchmal ist es auch gut, wenn man rauszieht und nochmal reinsteckt. So, jedenfalls, bis zur Dämmerung. So, Arbeiterlöhne, 200, verarbeiteter Boden, Kreditrückzahlung. Wieso denn, hä? Wieso sind kein Boden verarbeitet? Wir haben doch Boden verarbeitet. Ach so, das zählt nur für die, das zählt wahrscheinlich nur für die, was wir wirklich durch die Maschine gejagt haben, ne? Das kann schon sein. So, neue Arbeit haben wir, glaube ich, nicht. Wollte mal eben gucken, was wir überhaupt haben. Also, was macht man da? Natürlich, zunächst mal, du stehst den YouTubern, die du betreust, immer zur Seite. Das heißt, wenn die Fragen haben oder so, dann bist du da und guckst, ob du denen helfen kannst. Es können Sachen sein wie... Also, man muss natürlich jetzt aufpassen. Einmal Sachen vorweggeschickt. Ich darf keine Beratung natürlich geben zu steuerlichen Dingen und keine Beratung zu rechtlichen Dingen, aber kann natürlich immer eine beste Einschätzung geben. Das sind dann so Fragen, wenn du dann, geht ja schon mal durch die Zeitung, YouTuber XY hat Z gemacht, Skandal, Skandal, dann haben die halt keinen guten Betreuer mehr oder Betreuer gehabt, ja? Aber es gibt ja YouTuber, die natürlich dann auch Ratschlägen nicht folgen. Und das können dann so Fragen sein wie neue YouTube-Funktionen. Ja? Wenn es irgendwie, zum Beispiel, was ihr jetzt nicht seht, ich habe ja eine, für mich sieht YouTube ein bisschen anders aus als für euch. Ich habe ja so eine Art Backend, wo ich Sachen drin einstellen und sehen und machen und tun kann. Und das wird zum Beispiel zum nächsten Jahr komplett überarbeitet. Es wird komplett erneuert und dann muss man mal gucken, was gibt es da für coole neue Funktionen. Und dann informierst du natürlich die Partner, was gibt es da Neues, was kann man damit machen und warum. Dann geht es um Dinge wie, so Sachen wie Werbedeals zum Beispiel. Das heißt, es geht darum, an Partner Werbedeals zu vermitteln, aber auch, das ist ganz, ganz wichtig heutzutage, dafür Sorge zu tragen, dass die YouTube-Partner, die ich betreue, entsprechend auch diese Vorschriften, die es da gibt, sage ich mal, einhalten. Zum Beispiel, du hast einen Werbedeal mit einer Firma. Nehmen wir mal an, eine Firma, die bringt ein neues Spiel auf den Markt und die wollen, dass mehr Leute das sehen. Dann ist natürlich erstmal die Frage, ja, welcher YouTuber ist geeignet? Das heißt, unter den YouTubern, die ich dann kenne, da wird dann geguckt, oder die ich betreue, wird dann geguckt, welche YouTuber sind dafür geeignet. Also du kannst zum Beispiel, bei einem Minecraft-YouTuber sollte man zum Beispiel keine PC-Placements machen. Das ist meine private Meinung, bleibe ich auch bei. Das macht man halt beim Tech-Kanal oder bei jemandem, wo man weiß, der hat eine Zielgruppe, die dafür affin ist. Oder du machst, ein neues Shooter-Spiel, dann kannst du hier so einen Call of Duty-Commentary-Kanal nehmen oder so, ne? So, dann geht's weiter. Dann vermittelt man das, dann wird dann ausgehandelt, ja, wie viel kriegt er für ein Video? Und, also jetzt, dass ihr nur mal eine Größenordnung ungefähr wisst, ein Kanal, der so, sagen wir mal, 1 Million Abos hat, also ein Kanal, der 1 Million Abos hat, der hat dann vielleicht einen fünfstelligen Preis erzielen. Fünfstellig. Nicht sechsstellig, das ist vollkommener Blödsinn. Aber so fünfstellig ist da drin, ne? Es kommt
kommt drauf an, das Produkt kommt drauf an, wie viele Videos der macht, was er dafür macht. Es sind häufig noch dabei so Social Media und na, also dass man das Video mit Social Media Posts begleitet. Und dann wird genau gesagt, so, was gemacht werden soll und was nicht. Und dann achte ich zum Beispiel drauf, dann gibt es da Vereinbarungen. Dann achte ich da drauf, was steht in der Vereinbarung drin, was darf drinstehen, was darf nicht drinstehen. Zum Beispiel darf da nicht drinstehen, was ein Talent im Video zu sagen hat. Das geht nicht. Das geht auch, ja, dann ist eine andere Kennzeichnungspflicht erforderlich. Dann geht es ja schon weiter. Es gibt ja viele YouTuber, das habt ihr vielleicht auch mal in den Medien mitbekommen, die werden natürlich nicht von mir betreut, weil meine Partner machen das ordentlich, inklusive mir natürlich. Die machen eine Werbevereinbarung zum Beispiel, ne? Der Publisher sagt hier, mach mal 5 Videos von dem Spiel. Der YouTuber kriegt das Geld dafür und macht Videos. Was könnte der vergessen? Ihr ahnt es schon. Die Kennzeichnung. Wenn ihr sowas macht, wenn ihr solche Deals annehmt, dann müsst ihr diese Videos ganz eindeutig kennzeichnen. Ich persönlich gehe bei meinen Kennzeichnungen über diese Anforderungen, die es da gibt, hinaus. Vielen Videos würde es reichen, wenn ich es einfach am Anfang mal einblende und fertig. Ich persönlich mache es so, dass ich das nicht für hinreichend finde, denn ich finde, ihr als meine Zuschauer erwartet von mir ein hohes Maß an Seriosität. Das ist ja auch richtig so. Und deswegen werden bei mir alle Videos, die irgendwie mit Placements zu tun haben, nicht nur mit einer Einblendung gekennzeichnet, sondern ich sage das in jedem Video. Es gibt auch einen Disclaimer zum Thema inhaltlicher Beeinflussung. Ich sage also genau, wenn ich irgendwas sagen soll, beziehungsweise also sowas wie, ich soll euch darauf hinweisen, dass dies und jenes oder so, sage ich das in der Regel extra auch dazu, ne? Damit man hier trennen kann zwischen meiner Meinung und anderer Meinung. Und blende das zusätzlich ein und habe eine komplette, wie nennt man das? Also in der Videobeschreibung, ne, steht nochmal ganz genau drin, wie das funktioniert. Das heißt, ich habe für dieses Video Geld bekommen und so weiter. Also nicht für dieses hier, das wäre ja noch schöner. Playway macht aber grundsätzlich, ja, also der Publisher hier zum Beispiel, die machen grundsätzlich keine bezahlten Kampagnen. Ist ja nicht so, als wenn ich ihn gefragt hätte, aber die machen das grundsätzlich nicht. Aber wenn das jetzt bei Gold Rush zum Beispiel gewesen wäre, dann wäre das... Also in der Regel machen die das für die ersten Videos, wenn so ein Spiel neu rauskommt. Dann wäre das zum Beispiel, wenn das da der Fall gewesen wäre, dann würde dann bei den ersten Videos von Gold Rush wäre dann eine Einblendung da gewesen, nicht? Hier, das ist ein Werbevideo und so weiter. Damit ihr natürlich auch Bescheid wisst, dass meine Meinung möglicherweise beeinflusst sein könnte. Aber ich persönlich, und ihr kennt mich, sie kennen mich, ihr wisst, dass ich so eine Sache nur annehme, wenn ich auch zu 100% hinter dem Produkt stehe. So, und das geht natürlich nicht, wenn ich ein Spiel habe zum Beispiel, also ich will nicht auf Gold Rush beziehen, aber da gibt es da schon mal so Handyspiele oder was es da nicht alles gibt, ne? Wo es wirklich das Spiel auch keinen Spaß macht. Was glaubt ihr, wie viele Anfragen ich in die Richtung bekomme? Ist es natürlich auch meine Aufgabe, als Betreuer eines YouTubers zu sagen, hey, wenn du jetzt schon 5 Deals diesen Monat gemacht hast, wird das nicht ein bisschen viel. Es gibt auch YouTuber im Portfolio, die machen wirklich fast nichts anderes als Werbedeals. Ja, da hast du in jedem Video steht dann irgendwie hier, keine Ahnung, unterstützt durch Produktplatzierung. Kann man machen. Das sind Leute, die werden richtig reich damit. Aber ich glaube, so viele Spiele gibt es gar nicht, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich das für machen. Ne? Aber das ist ein ganz wichtiger Teil. Also genau darauf zu gucken, hat derjenige, der dann dieses Spiel bewirbt, hat der das alles richtig gekennzeichnet. Wie gesagt, das muss mit einer Einblendung gemacht werden. Wenn das komplette Video sozusagen gekauft ist, wenn es nur darum geht, dann muss sogar eine Kennzeichnung Werbevideo sein. Das könnt ihr bei mir sehen, bei meinem Nitrado-Video zum Beispiel und bei den Shadow-Videos. Da steht dann ganz klar gekennzeichnet, das ist ein Werbevideo. Und kann trotzdem nur Shadow empfehlen, gerade wenn ihr einen älteren PC habt. Ich rede ja hier grundsätzlich nie von Laptops, sondern immer nur von PCs. Älterer PC übrigens, ne, ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ist bei mir schon 3 oder 4 Jahre alt. Dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr sagen wollt, ich habe keinen Bock mehr drauf, dass es immer aufgerüstet wird, könnt ihr euch Shadow holen. Denn die bieten jetzt zum Beispiel, Achtung, das ist jetzt eine Werbung, Hashtag Werbung, die bieten zum Beispiel eine entsprechend
Ne, habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Bieten euch entsprechend nochmal extra Bonus im Moment. 15 Euro und insgesamt Bonus und 30 Euro für den Einstiegspreis sozusagen. Und dann kriegt ihr richtig High-End-Hardware. Ich zeige das auch nochmal in ein paar Videos. Aber ja, so eine Erwähnung zum Beispiel ist ein Shoutout. Der muss nicht gesondert gekennzeichnet sein. Wenn jetzt das ganze Video umgehen würde, müsste das ganze Video gekennzeichnet sein. Da gibt es auch einen Leitfaden von den Landesmedienanstalten. Den kann ich auch immer nur wärmstens empfehlen. Allerdings ist da ein großes Problem, dass die Landesmedienanstalten sich häufig selber nicht ganz einig sind. Das heißt, intern ändern sich da auch häufiger mal Dinge. Das ist auch ein Problem, mit dem man als YouTuber zu kämpfen hat. Aber ich habe das eigentlich ganz einfach gelöst. Also wirklich sehr, sehr einfach gelöst. Ich kenne es dann hier einfach mehr, als sein muss. Weil ich einfach euch auch das mit vermitteln will, ne? Wann irgendwie was ist. So. Ja, was mache ich noch? Dann geht's so drum, Kanalanalyse. Zum Beispiel, da kommen YouTuber zu mir und sagen, hey, bei mir läuft nicht im Kanal. In aller Regel ist es dann der YouTube-Algorithmus, wo man sagen kann, ja, ne, wie bei meinem Kanal im Moment, da kannst du nichts gegen machen. Ist leider so. Kann sein, dass es dich bald auf YouTube nicht mehr gibt, weil YouTube das so entscheidet, weil sie deine Videos nicht mehr empfehlen, sondern stattdessen die von jemand anderem. Aber es gibt dann auch Fälle, wo man sagen kann, hey, pass mal auf, ja, guck mal. Hier hast du ein paar Tipps. Kann man natürlich jetzt auch sagen, ne? Garderol, guck dir mal deinen Kanal an. Du willst YouTubern noch Tipps geben, bei dir läuft ja auch voll nicht. Das ist daran, weil ich eine Nische bediene und sehr lange Multigaming auf diesem Kanal hatte. Das heißt, die ganzen Leute, die hier diese ganzen Multigames geguckt haben, wie, was weiß ich, ne, Airport CEO und so weiter, die sind ja jetzt auf Garderol Deluxe, die gucken hier nicht mehr. Haben wir vielleicht noch ein Abo hier, weil vielleicht hier nochmal was kommen könnte und so weiter. Also Multigaming und so zum Beispiel auch eine Sache, warum ich jetzt meine Kanäle aufgesplittet habe, dass das den YouTube-Algorithmus ein bisschen besser funktioniert. Hä? Da war sie in der Schaufel drin noch nicht. So, aber zum Beispiel, wie gehst du dann mit Zuschauersachen um? Wenn ein Zuschauer kommentiert, sollte man das immer beantworten? Und wie gehst du mit Playlists um? Was ist da zu beachten? Was ist bei den Werbeschaltungen bei YouTube selbst? Was gibt es da für Dinge? Es gibt ja YouTuber, die machen da in einem 10-Minuten-Video 5-mal Werbung. Das führt auch dazu, dass YouTube möglicherweise dieses Video besser berücksichtigt als andere Videos, weil YouTube natürlich Geld verdienen will. Und jetzt gerade im Dezember, ne, wo es mehr Geld für Werbung gibt. Also ich kann sagen, so im letzten Quartal muss ich ungefähr die Hälfte dessen vom ganzen Jahr verdienen und dann auch auf das Geld aufpassen, dass es nicht wegkommt sozusagen, ne? Und das, wie gesagt, ist letztes Jahr sehr, sehr eng geworden. So. Und deswegen ich ja auch noch weitere Projekte machen muss. Aber natürlich dank eurer Unterstützung in den Livestreams, besonders auf Tippi, entsprechend bin ich sehr dankbar, dass mir da ein bisschen die Sorge genommen wird. Und das finde ich auch gut so. Kann ich mich immer nur noch wieder für bedanken. Und auch da, ne, lieber, mir wäre es ja lieber 1000 Leute, die einen kleinen Betrag haben, als wenige, die einmalig was Großes machen, aber bin jedem Einzelnen wirklich sehr, sehr dankbar für das, was ihr mir auch ermöglicht. Es wird auch noch zu regnen. Gut, dass wir nicht mehr lässt sind. Ja, was gehört noch dazu? Natürlich, also regelmäßig der Ansprechpartner. Der kriegt es ja mit, dann bimmelt irgendwas. Das ist meistens irgendwie ein Partner, der irgendwelche Sorgen hat. Dann die Kampagnen betreuen. Dann gibt es auch Anbieter, zum Beispiel, ne, über Nitrado. Auch einige YouTuber dann so, da habe ich dann den Master-Account, das heißt, ich verwalte dann für diese YouTuber die Server bei Nitrado. Dann Bemusterung. Da geht es halt darum, dass YouTuber vom Publisher Spiele bekommen, aber selber nicht die Publisher anschreiben wollen, dann mache ich das. Oder meine Kollegen natürlich, ich muss immer dazu sagen, dann machen natürlich die Kollegen auch. Und es gibt auch Fälle, wo YouTuber zum Beispiel von Zuschauern bedroht werden. Da ist es auch ganz wichtig zu gucken, wie reagiert man da am besten drauf. In aller Regel sind ja solche Bedrohungen halt substanzlos. Manchmal geht es so in den Bereich der versuchten Erpressung. Da muss man dann überlegen, ob man zum Beispiel zur Polizei geht. Manchmal ist es aber auch nichts. Dann ist in der Regel, empfehle ich dann halt nichts zu tun. Ich lasse mich selber, also diese Empfehlung, dann nichts zu tun, muss ich sagen, ich lasse mich selbst dann schon mal dazu hinreißen, das nicht zu befolgen, und in aller Regel ist das keine gute Idee. Kann ich schon mal sagen. Und
Ja, aber es kann auch so weit gehen, dass ein YouTuber sagt, hey, keine Ahnung, hier ist tauchen, ne, blöde Gerüchte über mich auf oder so, was kann man da tun und so. Das ist auch ganz wichtig. Wir arbeiten dann natürlich auch mit, dann zum Beispiel auch mit rechtsberatenden Stellen zusammen, weil es auch wichtig ist, da geht es ja auch um sehr viel Unannehmlichkeiten, die einem YouTuber da entstehen können. Und ich glaube, dass viele Zuschauer sich auch gar nicht bewusst sind, was Dinge, die sie machen gegenüber YouTubern, bei YouTubern auslösen können. Und da muss man sich als Zuschauer natürlich auch die Frage stellen, oder da muss man als Zuschauer natürlich dann auch gewahr sein, so ein YouTuber, gerade auch die Größeren, die werden natürlich dann auch entsprechend handeln. Und da kann man als Zuschauer auch Probleme bekommen. Ich habe zum Beispiel einen Fall betreut, wo von einem YouTuber, sagen wir mal, sehr intime Details im Netz aufgetaucht sind. Da ist natürlich klar, von denjenigen, die das kopiert und weitergeleitet haben, die es veröffentlicht haben, so, das ist eine ganz klare, lupenreine, nicht, da gibt es auch gar keinen Ermessensspielraum, eine ganz klare Straftat nach Paragraph 201, 202 StGB. 202, aber 201 in jedem Fall. Und da muss man natürlich gucken. Auch für sowas bin ich da. Oder es gibt halt, es gibt ja auch andere Arten der Streitmöglichkeiten, Schlichtung. Wobei man häufig natürlich auch auf offizielle Stellen verweisen kann. Also wenn YouTuber zum Beispiel, was weiß ich, die haben einen Fanshop. Ja? Die haben einen Fanshop, bieten da Shirts an und ein Zuschauer hat da was gekauft, ist nicht zufrieden. Der Shop will nicht, der YouTuber will nicht, weil der YouTuber ist ja nur Vermittler, der hat damit ja nichts zu tun, wenn irgendein Shop was verkauft. Gibt zum Beispiel die Europäische Streitschlichtstelle, ne, um die man da verweisen kann und so weiter. Also das ist ein sehr anspruchsvolles Themengebiet und man muss ja auch immer weiterbilden. Es gibt ja immer eine neue YouTube-Funktion, da muss man auch dann auf dem Laufenden sein. Ich habe zum Beispiel gerade eben wieder mit einem Partner gesprochen, da ging es um Steuerfragen. Ab einer bestimmten Größe ist man zum Beispiel umsatzsteuerpflichtig. Wie geht denn das dann? Was muss ich bei der Rechnung beachten? Dann muss ich immer sagen, das darf ich dir nicht sagen. Das muss dir dein Steuerberater sagen. Das ist ein geschützter Beruf. Aber ich mache so und so. Und ich weiß, dass ich es richtig mache. Aber natürlich darf er meinen Rat nicht annehmen. Warum nicht? Stell dir mal vor, ne? Ich berate den da steuerlich. Oder geht schief. Er macht das irgendwie falsch. Ja, aber meinst du, was mit mir dann los ist? Ja, also deswegen, das geht nicht. Aber natürlich, zu Grundsatzfragen, wie zum Beispiel, ja, wann muss ich denn dies, das, jenes, kann man eigentlich immer nur beantworten mit einfach alles melden und hier passiert nichts. Natürlich, klar, du brauchst eine saubere Buchführung und so. Ja. Also das gehört natürlich auch dazu, aber da muss ich dann sagen, nee, darf ich nicht. Das ist übrigens die gleiche Antwort, die ihr auch für ein Finanzamt bekommen würdet, ne? Das würde ja auch sagen, hier, ich darf nicht, weil man hört ja schon mal, ruf doch mal beim Finanzamt an und frag. Nee, das dürfen die nicht. Aber natürlich weiß ich, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, hier, was weiß ich, PayPal, ich mache Livestreams, ja, habe ich auch schon erlebt, habe ich eben schon mal erzählt, ich mache Livestreams und voll cool, ne, dass man das nicht versteuern muss, weil es ist ja irgendwie auf PayPal. Dann sage ich natürlich auch, Kollege, das ist also wirklich falsch. Ne? Da würde ich mal, geh mal lieber zu deinem Steuerberater. Und wenn der sagt, das ist in Ordnung so, dann hol dir eine zweite Meinung. Ne? Also im Sinne von, na, ich darf es dir nicht sagen, aber frag mal lieber nach. Ja, und natürlich so Dinge wie diese ganzen Sachen, die bei YouTube anfallen, ne? Also zum Beispiel die Abrechnung, die Auszahlung und sowas, das wird auch alles dann von YouTube-Betreuern, von Talentmanagern übernommen, beziehungsweise dann in dem Fall auch vom Netzwerk, die dann auch dann eine Audiobibliothek zur Verfügung stellen, die dir helfen bei, ja, gemeinsame Turniere zu veranstalten, die Workshops anbieten, wo man auch lernen kann, keine Ahnung, was ist denn aktuell auf der, ich weiß gar nicht, was aktuell auf der Palette ist, also Sachen wie Thumbnail-Optimierung, Tentpole-Programming, was es dann hier alles gibt. Also zum Beispiel, als ihr gesehen habt, diese YouTuber, die jetzt diese ganzen News Videos zum LS gemacht haben. Das ist Tentpole-Programming, nennt man das. Ich habe es bewusst nicht gemacht, war ein Fehler, habe ich gelernt. Manchmal sollte ich auf die eigenen Workshops mal hören. So, ja, soviel zum Thema, was macht Gado eigentlich bei YouTubern? Ich kann das allerdings nicht privat machen, ne? Also das nur mal als Hinweis, wenn ihr jetzt sagt, ah ja gut, dann schreibe ich den Gado auch immer an, das soll ich mal meinen Kanal angucken. Das macht auch immer erst ab einer bestimmten Größe, macht das
Sinn. Und da kriegt man natürlich auch so Aussagen wie, ja toll, ihr guckt ja nur nach den Großen und was soll denn das? Das hat einfach den Sinn, das lohnt nicht, ist auch nicht richtig. Das, damit man das einschätzen kann, muss eine gewisse Größe erstmal da sein, damit sich das auch lohnt. Ne, wenn man überlegt, so eine Arbeitsstunde, meine Arbeitsstunde zum Beispiel kostet 60 Euro als Selbstständiger, wenn du da alles von abziehst, was du an Steuern zahlen musst, ne, dann musst du ungefähr auf 60 Euro kommen, damit sich das halbwegs rechnet. Und dann musst du dir echt überlegen, ne? So, und wenn du einen YouTube-Kanal hast, der 1000 Abos hat, dann ist zum Beispiel, wenn dir ein Netzwerk anbietet, hier kommt noch zu uns, das ist nicht so ganz seriös, sag ich mal. So, also, jede Menge gequasselt. Ich hoffe, es war interessant für euch und die Frage damit ist beantwortet, was macht eigentlich der Garderobe mit YouTubern? Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Gold Rush The Game mit weiterem Schaufeln und euren Themen. Tschüss!